Hallo Leute, der Saurio hier. Willkommen zu einer neuen Folge New World. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass wir wieder unterwegs sind. Ich bin in Webermoor. Webermoor ist das Sumpfgebiet, wo ich eigentlich mich nie so richtig wohlgefühlt habe, als ich da gespielt habe und dachte mal, sieht irgendwie total immer alles neblig, trüb. Sieht so aus wie draußen aus. Gerade, okay. Aktuell geht's, da scheint sogar draußen manchmal die Sonne. Jetzt ist aber schon Abend, da scheint leider keine Sonne mehr. Na gut, so ist es. Schön, dass du zuschaust. Freue mich natürlich wie immer über jeden Like, jeden Kommentar. Und wenn du mich unterstützen willst, dann wäre es super, wenn du mir ein Abo da lässt. Das hilft mir nämlich, dass mein Kanal wächst. So, jetzt aber genug der Vorrede. Was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich bin nämlich im Bündnis einen Rang aufgestiegen. Da ist der Bündnis, die Bündnistype hier und die hat die Quest, den Rang aufzusteigen, kriege ich halt tatsächlich auch in Webermoor von ihr. Es war also gut, dass ich hier war. Das war aber eher so zufällig, ist das passiert, weil ich dachte, ich muss es mal machen und dann gab es bei ihr genau den Quest. Also wenn ihr das machen wollt, Webermoor, müsst ihr hin. So, ich habe vor, mir hier ein Haus zu kaufen. Ich bin aber erst Gebietsruf 14 und will noch Gebietsruf 15 werden. Ich muss hier also noch ein paar Quests machen. Mal gucken, was, wo ich noch irgendwo ein Quest habe. Müssen wir mal hier gucken, was ich noch so ein Quest annehmen kann. Nee. Vier Meter? Mal noch höher. Nee. Wo ist denn hier der Quest? Ich bin verwirrt. Sagt mir, dass ich hier irgendwo ein Quest habe. 10 Meter nah da. 7, 1 Meter. Ist es vielleicht der Barmensch hier, der Hotelbesitzer? Bist du das? Auf den ersten Blick war ich dir skeptisch. Aber du hast mich eines Besseren belehrt. Soweit ich höre, allerlei Irrsinn. Aha, okay, unstete Küste. Das ist da. Hier habe ich auch noch, also hier habe ich eine ganze Menge Quests. Okay, das nicht, aber einige andere Sachen. Das Elite, da können wir vielleicht auch nochmal hin. Aber hier gibt es immer noch irgendeine verfügbare Aufgabe, ich weiß noch nicht wo, um ehrlich zu sein. Wir können nochmal an die Gebietstafel gucken. Gern mit uns im Webermoor für die Gerechtigkeit kämpfen. Fan, da kommen wir sowieso mal hin. Genau, ich bin jetzt Exkubitor, was immer das bedeutet. Ich muss echt gucken. Irgendwo muss es hier noch jemanden geben, der mir eine Aufgabe geben kann. Ich weiß nur nicht, wo. Das ist gerade so ein bisschen mein kurioses Problem. Ja, und ich will ja hier noch aufsteigen. Das wären Schafentdecker gesucht. Dann machen wir das. Frischholz. So. Truthahnjäger gesucht, ne? Das können wir auch mitnehmen. Aber wo bitteschön kriege ich jetzt hier noch eine Aufgabe? Das ist gerade das Komische. Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, wenn ich reinzoome, müsste er mir doch eigentlich zeigen, wo das ist. Aber ich sehe nichts. Er sagt, eine verfügbare Aufgabe. Okay. Jedenfalls gucken wir dann mal. Da oben muss ich hin. Da muss ich hin. Also machen wir erstmal das Ding anheften. Das mache ich erstmal weg. Das stört mich nämlich sonst. Hier noch irgendwelche Aktiven. Ich weiß, dass ich dann weiter da oben muss. Aber ich will ja erstmal hier ein Level aufsteigen. So, machen wir das da oben. Machen wir erstmal die Nummer 3. Wo ist die? Ne, 3 ist da lang. Und ach so, eine Sache gibt's noch. Die kann ich euch noch erzählen. Und zwar war ich hier oben in dieser Mine, Niederabraumlager. Da gibt's einen Vorarbeiter. Das habe ich online gelesen. Weil ich wollte wissen, was man gegen diese Erdkreaturen machen kann, sinnvollerweise. Und da gibt es einen Vorarbeiter. Und der lässt
ab und zu ein legendäres Item fallen, und zwar ein Ohrring. Sieht man jetzt unbedingt, dass ich den habe, ja, man sieht meine Ohren, ganz klar. Ja, ich kann euch den mal zeigen, und zwar ist das der hier, ein Level 4 unrechtmäßiger Errungenschaften-Ohrring, und der hat ziemlich coole Sachen, ja. 20 Konstitution ist nett. Schlagschutz 3. 3% Absorption von Schlagschaden. Also man weniger Schlagschaden. Abklingzeit von Tränken 25%. Verkürzt. Ja, ich halte 0,43% Gesundheit pro Sekunde. Das heißt, ich heile mich mit der Zeit ein bisschen. Und ein Trank wird mit einem beim Trinken mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% nicht verbraucht. Das heißt, ich verbrauche weniger Tränke. Wenn jetzt auch nicht, also nicht regelmäßig, nicht jeden Trank, aber so jeden 10. vielleicht. Naja, jeden 8. um genau zu sein, aber das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ja. So. Das ist eigentlich cool. Ja. Und, das finde ich ganz nett. Ja, das fand ein guter Tipp. Ich musste allerdings, also der Vorarbeiter ist tatsächlich richtig in der Mine drin. Und ich glaube, ich habe den 10-mal getötet, also mal gewartet, bis er respawned ist, und dann habe ich ihn erledigt. So. Ups. Ja, und dann habe ich endlich die Ohrringe bekommen. Vorher immer nicht. Das war ein bisschen nervig. Also es hat einfach ewig gedauert. Aber lohnt sich. Ja. Mein erstes legendäres Item. So. Jetzt muss ich hier mal durchlaufen. Und gucken mal, was wir da vorne machen wollen. Ich suche in Truhen nach alchemistischer Katalysator. Entdecker gesucht. So, dann suchen wir uns mal Truhen. Ja. Ja, zum Glück ist das hier relativ entspannt. Mittlerweile mag ich die Unheilsstulpen tatsächlich. Die sind gar nicht so schlecht. Ja? Also ich muss mir wahrscheinlich nochmal bessere kaufen. Und so. Aber schlecht sind die gar nicht so. Das war eine Truhe. Weiter. Mehr Truhen finden. Wenn ich denn treffe. Also bei den Teilen machen sie manchmal ganz schön wenig Schaden. Und ich muss halt aufpassen, weil die verbrauchen tatsächlich Mana, was ich mir mit dem Lebensstab beim normalen Schießen nicht habe. Aber ich glaube, wenn ich die noch ein bisschen skille, wird das ganz gut. Und ich kann meinen Lebensgrab nicht mehr skillen. Also ich kann ihn nur noch umskillen, aber ich habe alle Punkte, die er haben kann, habe ich sozusagen. So, jetzt machen wir mal aber eine Sache für den da oben, nämlich das Rapier. Weil, Quatsch. So. Also mit dem mache ich schon deutlich mehr Schaden. Aber diese Ghule machen halt manchmal diesen umgedrehten Angriff, wenn man sie nicht schnell genug wegkriegt, wo sie sich umdrehen und dir quasi das Leben aussaugen. Gibt's hier gar keine Kiste? Ah, hätte doch erwartet, dass es hier eine Kiste gibt. Genau. Und das kann mich halt mit dem Rapier unterbrechen. Das ist ganz nett. So. Das ist das eine. Jetzt gucken wir mal, wo das nächste ist. Das nächste wäre jetzt die 5, glaube ich. Also gehen wir in die Richtung. Marsch zurück. Ich bin hier schon durchs Moor gegangen und geirrt. Nicht geirrt, nicht, aber gerannt ohne Ende. Halt, da ist ja einer. Hier ist auch noch eine Truhe. Alligatoren betrogen. Schweinerei, diese Alligatoren. Oh. So. Hm.
Schlups. So. Bin schon wieder hochgeheilt, weil heilt mich ja. Der Ring heilt mich ja automatisch. Kiste? Nein, keine Kiste. Manu. Man gebe mir eine Kiste. So. Das hier hat schon einer vor mir zerkloppt. Schade eigentlich. Genau, und so ist hier. Was heißt nicht, ich irre, aber ich laufe halt hier gerade durchs Moor. Hier ist noch was. Und mache halt hier Quests sozusagen. Quest. Und hier ein bisschen, da ein bisschen. Und will einfach Level 15 halt werden. Damit ich dann. Mir ein Haus, also Hausstufe 2 kaufen kann, weil Stufe 1 könnte ich schon kaufen, das will ich aber nicht machen. Ah, das ist einfach zu niedrig. Das lohnt sich nicht. Plansch, plansch. Ich werde schon wieder trocknen. So. Kokosnuss und Regenwurmköder. Wow, das war ein cooler Sprung. Wir sehen. Warte mal, da ist ein. Nee, das ist ein Schwein. Ich brauche ein Schaf. Ich brauche Schafe. Da vorne ist irgendwo eins. Oder eine Ziege. Mal gucken. Irgendwo. Dann können wir das hier noch mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Das hier mitnehmen. Wo diese Ziege jetzt ist. Da. Ziege oder Schaf? Da. Ich brauche nämlich Schafe. Ich brauche nämlich Schafe. So. Bald sind wir da. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Da flitzt auch schon einer durch die Gegend. Und ich bin Level 57, bald Level 58. Das ist aber tatsächlich auch cool. Ja. Der ist noch ein bisschen niedriger. Wo ist denn diese Ziege? Nein, das Schaf. Ich keine Ziegen. Ziegen sind woanders. Da. Ich find's nicht. Ja. Suche in, nach Truhen, nach Spannring. Du, was haben wir denn da oben? So. Ich hier schon mal? Ich bin mir gar nicht sicher. Zumindest hab ich diese Sache noch nicht gelesen. So. Wer will mit? Gucken wir mal. So. Hier ist eine Truhe. Hier ist eine zweite Truhe. Der will vielleicht den da oben erledigen. Kann da gerne mitkommen. Können wir auch gerne zusammen machen. Hier ist eine weitere Truhe. Dann habe ich die gefunden. Willst du den? Nö, nee, anscheinend nicht. Okay. Erledigen tun wir trotzdem.
Uiuiui, mache ich ja wenig Schaden. So, egal. Lums, da liegt er. Einen starken Trant der Gesundheit. Das ist jetzt alles. Na super. Das war's ja jetzt. Hier ist noch eine Truhe. Plan Möhrensuppe. Okay. Den voll den Plan, würde ich sagen. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken. Heilen tun wir mit der Zeit selber. Dann müssten wir jetzt zur 4 gehen. Da hoch. Das ist Elite. Können wir mal gucken, ob wir Level 40 Elite schaffen. Könnte eigentlich gehen. Vielleicht. Hatch a Badge erwischt. Kiste. Also das ist was ich mir jetzt angewöhne. Zumindest in solchen Gebieten. Aber auch wirklich. Ja. In solchen Gebieten aber auch wirklich jede Kiste, die ich sehe, mitzunehmen. Weil ich sonst immer das Problem hatte, dass ich nicht genügend Zeug hatte, um irgendwas zu machen. Schaf. Wo bist du? Wo ist es denn? Das hier. Lorbeerstrauch, okay. Wo ist denn das Schaf? In. Für irgendwas brauche ich nämlich Schafe. Da. Jump. Oh. Naja, die Bänder selber. Da waren Level 60 bei. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie komme ich am sinnvollsten dahin. Na, ich gehe hier lang und dann so an der Seite da irgendwie vorbei. Halt. Truthahn, stimmt. Truthahn brauche ich auch. Ah. Schaff. Nicht wegrennen. Schön hier bleiben. Irgendwo da müssen Schafe sein. Ich weiß noch. Doch da. Warte. Das eins. Okay. Halt. So, der weg. So, ich will da auch gar nicht rein, sondern ich werde dem jetzt so quasi hinterher rennen. Hopp. Das ist kein Schaf, das ist ein Truthahn. Na gut. Dann nehmen wir den Wolf mit. Wieder Tascha mit Wacholderbeeren. Das ist lustig. Es gibt gerade ganz häufig. Und da ist halt immer ein bisschen Geld drin. Zwei Stück habe ich. Immer Taler. Unterschiedlich viele, aber gar nicht so wenig. Auch ich habe hier jede Menge Zeugs, was ich mal verkaufen kann. Also zerlegen kann. Verkaufen nicht. Tätigen. So. All die Federn lassen wir mal. Können wir wegwerfen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Truthahn. Truthahn da. Ach ja, hier waren diese komischen Bären. Ich erinnere mich. Warte mal. Will ich da wirklich? Da will ich gar nicht durch. Bei diesen Bären, die waren... Naja, wahrscheinlich sind sie jetzt auch nicht mehr so heftig. Da kann ich mich aber erinnern. Die waren ganz schön heftig damals. Ist noch zu weit weg.
Na komm, geht doch. So. Oh, treff nicht. Oh, getroffen. Keine Ahnung, wie viel ich davon noch brauche, aber erstmal machen wir das jetzt hier. Hier war ich mittlerweile auch schon mehrmals drin in dem Gebiet. So. Suche in Truhen nach. Also suchen wir mal in Truhen nach. So, ich gehe mal hier drüben hoch. Da gucken wir mal, wo ein paar Truhen... Ah, nein! Genau, nicht runter. Vielleicht eine Truhe gibt. Hallo? Fünfmal nicht getroffen. Den Kollegen. Hier ist eine Truhe. Haus steht total schief. So. Zum Glück wankt's nicht. Schupp. Schnürband. Seidenstoff. Sehr schön. So. So, da bröchelt er noch ein bisschen. Truhe, Truhe, Truhe. Ist irgendwo eine Truhe? Zweimal getroffen, der. Keine Truhe. Sieht auch nicht nach einer Truhe aus. Truhe. Das wollten wir doch. So, zwei von drei habe ich erst, ja. Jemand die ganzen Truhen abgeschafft hat, ist ja auch Mist. Oder versteckt hat. Ist hier eine? So, genau. Da konnte ich das nämlich jetzt... Man hat es wahrscheinlich kaum gesehen, aber er hat diesen sich umgedreht und dann dieses, diese Aura gemacht, die quasi ihn... unverwundbar macht und mir das Leben langsam aber sicher aussaugt. Und dadurch kann ich die halt unterbrechen. So, mal gucken, ob es hier eine Truhe gibt. Yep. Gibt es Vorratskiste. 4 von 5. Ah, wir sind schon bei über 20 Minuten, aber es ist okay. Es dauert halt. Also das ist halt so rumgerenne, gerade rumgerenne, dauert halt. So, hier rein. Hier gibt es nichts. So. Hallo? Manometer. Ja, so. Und noch eine Truhe. Eisstülpen des Kämpfers. Okay. Den hier noch häuten. So, dann müssten wir jetzt noch nach Karburg. Da gucken wir jetzt noch mal gerade mal kurz auf die Karte.
Das ist ein ganz schön weiter Weg, wobei es ist relativ gut Straße. Und dann das noch abgeben. Und im Anbetracht der Zeit, glaube ich, werde ich das machen, aber ich werde es im Off machen. Und da gibt es noch eine Truhe. Ja, da hat er sich umgedreht und dann, tschupp, unterbrochen. Und da ist das Rapier dann echt gut. So, im Anbetracht der Zeit werde ich das im Off machen. Ja. Und dann kann ich ganz viel abgeben. Das grobe Leder. Hallo Wolf. Das grobe Leder sollte ich dann auch zusammenbekommen. Ich habe genug Rotleder jetzt gesammelt. Ja, also einmal da hochlaufen und dann zurück in die Stadt. Da habe ich auch aktuell meinen Gasthof. Also ich kann Rückreise per Gasthof machen. Und dann hoffentlich reicht das dann, um ein Level im Webermoor aufzusteigen und mir da das Haus Stufe 2 kaufen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.